So, von Wien nach Wels, in Wels und auch von Wels nach München und auch in München mit der S-Bahn und im wunderbaren Neubiberger Hof, wo ich übernachtet hatte. Auch dann mit der S-Bahn zurück zum Hauptbahnhof nach München, wo ich dann allerdings eine Stunde warten musste, lief alles ganz gut. Und ich stieg dann 20 Minuten vor Abfahrt in meinen Zug ein, platzierte mein Gepäck im Gepäckfach, setzte mich auf den reservierten Platz, steckte alle Elektrikgeräte ein und dann begann der Horror. Was ihr übrigens im Hintergrund hört, sind die Dieselmotoren der DB auf dem Platz, wo ich gerade warte. Die Abfassung des Zuges wird sich jetzt mal auf unbestimmte Zeit verzögern. Der Grund dafür sind, wie gesagt, die Toiletten. Falls Ihr Fahrziel Dortmund Hauptbahnhof sein sollte, beziehungsweise Frankfurt, oder bitte noch mal kurz um Entschuldigung, ich muss kurz abklären mit der Verkehrsleitung. Könnte den Zug um 14.28 Uhr nehmen, das wäre in 4 Minuten. Es tut mir leid, dass es alles kurzfristig ist. Es wäre um 15 Uhr an Bord für die Fahrgäste mit dem Fahrziel Nürnberg. Dauert halt. So. Nachdem man da ungefähr 20 Minuten gewartet hat, die Abfahrt eigentlich schon länger war, zu sagen, dass in 4 Minuten der richtige Zug oder der Ausweichzug fährt, ist ja schon eine gewisse Unverschämtheit. Ich eilte dann mit dem Dingi und Seesack auf dem Rodel oder Sackkarre zum Zug, der angesagt war. Als ich aus dem Zug aussteige, stehen da zwei Zugbegleiter und ich bitte die, mir zu helfen mit dem Gepäck, weil ich sage, ich komme sonst nicht rechtzeitig zu dem Zug in 4 Minuten. Da sagen die, das ist kein Problem, der wartet sowieso und sie müssten beim Zug bleiben. Als ich dann beim Gleis ankam, war der Zug natürlich schon abgefahren und wartete überhaupt nicht. Ich ging dann zurück und überlegte, was ich machte und Google sagte, ja, eine halbe Stunde oder beziehungsweise eine halbe Stunde später fährt der Zug, in dem ich vorher gesessen habe. Und gehe glücklicherweise zurück zu dem Gleis, frage die ersten DB-Mitarbeiter, die ich sehe. Die geben mir ziemlich patzig eine Antwort, dass sie keine dafür nicht zuständig sind, sondern sie gehörten zur Gastronomie. Da sage ich aber, bitte, ich habe jetzt schon so oft eine falsche Antwort bekommen. Können Sie mir nicht sagen, was jetzt hier los ist? Sie sagen, die gehen Sie nach vorne darauf. Und die wussten, dass der vordere Teil des Zuges gesperrt war. Ich gehe zum Richtung vorderen Teil. Auf einmal höre ich ohne Ansage eigentlich so ein Piepen. Piep, 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 dass die Türen zumacht. Und da denke ich mir, ui, das ist gefährlich. Und Gott sei Dank kriege ich noch den Fuß dazwischen und steige dann in den Zug ein. Völlig erschöpft setze ich mich dann in den Gang, habe Gott sei Dank irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich es geschafft habe, mein Seilsack, das Ding hier und den Rodel reingebracht und guck noch mal, ob die Tür noch wieder aufgeht und die geht nicht wieder auf. Ja, und dann denke ich, ja, der fährt ja jetzt ab und dann fuhr auch in der Tat 30 Sekunden später ab und ich bleib da sitzen, bis der Zugbegleiter kommt, hat mich schön bequem gemacht und gesagt, hier können Sie nicht sitzen bleiben. Und dann sage ich, ja, wissen Sie, ich habe einen Sitzplatz reserviert, der ist in dem vorderen Teil des Zuges, den will ich mir dann gleich nehmen, wenn wir am ersten Halt haben. Sagt er, nee, der erste vordere Teil ist gesperrt und suchen Sie sich einen anderen Platz, hier können Sie nicht bleiben. Man kann sich ja vorstellen, was in einem Zug von München nach Dortmund an einem Freitagnachmittag los ist, wenn die Hälfte des Zuges gesperrt ist. Ich habe dann aber Gott sei Dank einen Zugplatz gefunden, habe mich noch einmal umgesetzt und bis Dortmund ging es auch ganz gut. So, um 21:04 Uhr geht mein Anschlusszug und der wird wahrscheinlich pünktlich sein, weil der auf dem Gleis ist unerwartet. Und wir sollten erst 56 sein, jetzt ist es schon 57. Und jetzt haben wir keine Einfahrt nach in den Hauptbahnhof. Es ist einfach mühsam, weil das bedeutet für mich dann eine Stunde. So, 58, jetzt fahren wir wieder. Aber vor 9 Uhr kommt man sicher nicht an. Und wie soll ich in 4 Minuten über die Treppen mit dem Gepäck hier dahin? So, 21 Uhr zwischen Bochum und Dortmund. 4 Minuten Verspätung bei ungefähr 6 Minuten Fahrzeit aufzufangen.
Das ist auch mal eine Leistung, wobei alle Leute auf den Anschlusszug warten. So, ich komme an der Rolltreppe an und da sieht man hier, die ist gesperrt. Ja, da in der, im Hintergrund sieht man schon die Leute, die ja gerade in den Lift einsteigen. Der Lift fährt erstmal runter, dann fährt er wieder hoch, dann steige ich ein, dann kommen noch DB-Mitarbeiterinnen, weil die zu faul sind, die Treppe runterzugehen. Sie haben sogar einen Umweg noch gemacht und fahren da mit mir. Naja gut, ich laufe dann zum Gleis 2, ich weiß ja, wo es ist. Nehmen glücklicherweise den Lift, weil das ist schneller und da gibt es auch keine Rolltreppe zum Gleis 2, soweit ich weiß. Und dann, jetzt sieht man hier, ich sehe genau, das habe ich ja dann noch das Kamera rausgeholt, das Foto gemacht, ich sehe genau, als ich da ankomme, wie der Zug losfährt. Das ist dann der umweltfreundliche Bahnverkehr. Unter Oberleitung wird mit Diesel. Und nicht nur das, sondern eben die versauern ein auch das Warten durch den Lärm und den Gestank. So, das ist der Anschlusszug. Jetzt eine Stunde später von der Eurobahn. Die fahren nicht mit dieser Fraktion, sondern mit. So, das ist die letzte Hürde hier in Unna angekommen. Vom Bahnsteig gibt es nur diesen eigenartigen Lift. Ich habe versucht, den zu rufen. Da sieht man hier den Schalter, aber da tut sich nichts. Ja, und habe dann die Sachen einzeln runtergetragen. Auf der anderen Seite hoch gibt es dann eben einen Lift. Da mein Bruder mit Freunden aus war und ich mir dann doch nicht die 20 Minuten mit der Sackkarre und dem ganzen Gepäck antun wollte nach all der anstrengenden Reise. Was ich gar nicht gesagt habe, ist, dass ich auf der ganzen Zeit Einstellungsgespräche geführt habe und das war auch sehr erfolgreich. Wir haben wirklich tolle Bewerberinnen und Bewerber, die sich auf die Stelle, auf die beiden Stellen, die wir ausgeschrieben haben, beworben haben. Und ja, insofern eigentlich doch ein guter Tag. Aber wie gesagt, ich habe dann ein Taxi genommen und bin gut zu Hause angekommen. Würde ich die Reise nochmal mit der Bahn machen? Ich hatte schon vorher überlegt, ob ich mit dem Auto fahren soll, aber mich dann doch aus Kostengründen und auch aus Umweltgründen für die Bahn entschieden. Aber es ist einfach nicht machbar. So kann man mit Kunden nicht umgehen. Es ist meiner Meinung nach, und das ist ja kein Einzelfall. Ich habe mit einem Freund telefoniert, der hat gesagt, ihm ist das schon zweimal passiert, dass der Zug wegen Toilettenproblemen ausgefallen ist. Naja, so ist es. Soll ich die 4 Euro Reservierungsgebühr für den Tisch und den Sitz, den ich haben wollte, zurückfordern? Puh, ja, kann ich machen. Eine Stunde war ich zu spät, kriege ich glaube ich auch noch mal ein bisschen was. Ob man sich dann antut, das fragt man sich dann natürlich auch. Aber auf jeden Fall das nächste Mal mit oder ohne Gepäck werde ich wieder den Pkw nehmen, denn der ist komfortabel und mit dem reißt sich's einfach besser.